herzlich willkommen in meinem Büro. Zum einen natürlich mein Schreibtisch mit vielen Akten, aber die Wahrheit ist, dass ich die wenigste Zeit habe, die Akten hier zu bearbeiten, sondern ich nehme sie immer alle mit in mein Auto. Das ist mein rollendes Büro, weil ich natürlich viel Zeit nutze beim Fahren zu arbeiten, damit ich dann hier im Büro vor allem Besprechungen machen kann. Besprechungen finden meistens da statt. Das ist so eine ganz nette Ecke und weil ich gleich Besuch bekomme, fülle ich schon mal meine Schokoladenschale auf. Arbeiten heißt für mich auch, immer etwas Nervennahrung da zu haben und das heißt für mich ganz konkret Schokolade. Und ich hoffe, dass es meine Gäste gleich genauso sehen. Hier muss ich immer ziemlich viel auffüllen, weil zum Glück sich alle ganz gut bedienen. Meine Lieblingskünstlerin Ute Laux bringt ein bisschen Farbe ins Büro, eine tolle Malerin und ich finde, dass man zum Beispiel auch Frauen in der Kunst unterstützen sollte. Dazu passt die rote Tasche, Equal Pay Day, das heißt gleicher Lohn für gleiche Arbeit, ein wichtiges politisches Thema für mich, weil Frauen immer noch schlechter bezahlt werden als Männer und damit muss Schluss sein. Diese rote Tasche erinnert mich an diese Aufgabe. Im Büro erinnern mich natürlich auch einige Dinge an meine Familie, aber auch an Personen aus der Politik, die ich mag. Ich mag sehr Regine Hildebrand und bin ganz stolz darauf, dass ich diese Karikatur geschenkt bekommen habe mit dem Spruch, nee, ganz klar, nee, welcher normale Mensch will schon Ministerin werden? Die typische Antwort auf die Frage, willst du Ministerin werden? Typisch Regine Hildebrand. Ganz besonders freue ich mich, dass ich ein Geschenk von meinem Sohn hier angebracht habe, eine kleine Bastelei, die mich natürlich auch an meinen kleinen Sohn erinnert. Und ich freue mich sehr, dass ich von Kindern aus einem sozialen Brennpunkt, wo sich die evangelische Gemeinde engagiert, auch ein schönes Kreuz bekommen habe, was mich jeden Tag begleitet und behütet. Ganz besonders freue ich mich, wenn ich natürlich dann nach viel Kampf für gute Gesetze und Geld für Familien mein Gesetz unterschreiben kann, wie hier zum Beispiel das Gesetz für das neue Elterngeld Plus.